Hört ihr das? Das ist der Sound von ganz großem Bratensoßenglück. Und wie ihr das hinbekommt, das zeige ich euch mit den folgenden 5 Tricks. Trick 1. Wir brauchen ganz viel Röstaromen an Gemüse und Fleisch. Dafür brauchen wir ein hoch erhitzbares Fett. Aus der Restaurantküche kennt man ja vielleicht, dass Kalbsknochen in eine richtig gute Bratensoße kommen müssen. Wenn es aber ein bisschen schneller gehen soll und man auch keine 10 Kilo Kalbsknochen beim Metzger kaufen möchte, dann einfach ein bisschen Gulasch und wir haben trotzdem den tollen Fleischgeschmack. Das, was man jetzt hier hört, so muss es klingen. Wir brauchen richtig viel Röstaromen am Fleisch und natürlich dann gleich auch am Gemüse. Also ungeschältes Gemüse in der Jus, das ist so 80er. Also die Bitterstoffe sind ja in der Schale, deswegen die kommen auf jeden Fall weg. Wenn man das Gemüse nicht ganz so groß schneidet, muss man die Soße nicht so lang kochen. Aber das Aroma laugt trotzdem sehr schnell aus. Schaut mal her. Der Ansatz hier unten, der muss so sein. Der ist nicht falsch. Das ist nicht angebrannt. Da steckt nämlich richtig Geschmack drin. Aber das reicht natürlich noch nicht. Jetzt Trick 2, Tomatenmark. Jetzt ist es ganz wichtig, dass man die Flasche Portwein schon parat hat. Denn der Zucker im Tomatenmark karamellisiert relativ schnell und da muss man ganz schnell ablöschen. Und das bringt uns zu Trick 3. Portwein statt Rotwein. Weil im Portwein mit der schönen Süße der maximale Geschmack nachher in der Bratensoße landet. Ganz wichtig ist, öfter ablöschen. Das heißt, ein gutes Glas rein, runter reduzieren. Dann wieder ein gutes Glas rein, runter reduzieren und das 4, 5, 6 Mal sogar. Und jetzt die ganzen Röstaromen mit dem Holzschaber in den Portwein einarbeiten. Damit wir am Ende so eine richtig schöne Portwein-Röstaromen-Tomatenmarkpaste haben. Tja, so ist es nun mal. Für eine richtig gute Soße muss man halt mal eine Flasche Portwein investieren. Und diese Portweinreduktion mit ganz viel Röstaromen, die löst sich jetzt gleich im Rinderfond. Und schwupps sind wir bei Trick Nummer 4. Wir machen nämlich kein Wasser in unsere Bratensoße, denn das ist verschenktes Potenzial. Bei uns kommt Rinderfond mit rein. Da ist nämlich richtig Geschmack drin. Jetzt ist die Arbeit erstmal getan. Gemüse und Rind dürfen jetzt eine Stunde leicht köcheln. Und dann sehen wir uns wieder. Topf, Sieb und Kelle sind der nächste Schritt zu unserem Bratensoßenglück, denn die Soße hat ja noch Stücke von Fleisch und Gemüse drin und die müssen abpassiert werden und das machen wir jetzt. Wichtig bei dem Schritt ist, dass man gut durchdrückt. So kommen die kleinen Zwiebelstückchen, auch die Karottenstückchen mit in die Soße und geben auch zusätzlich ein wenig Bindung. Die Soße ist jetzt natürlich noch relativ dünn, deswegen nochmal ab auf den Herd und runter reduzieren, bis wir eine richtig schöne dicke Bratensoße haben. Ja, genau so muss es aussehen. Wir haben jetzt eine super schöne Konsistenz. Das Aroma ist voll da, Umami pur. Wenn ihr das euren Gästen serviert, zu einem richtig guten Stück Fleisch, dann kann nichts mehr schiefgehen.